Ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Evolent 2. Es geht weiter. Wir sind hier im Grimoire-Wald. Das hat sich ein bisschen zurückverwandelt. So, da haben wir nächsten Speicherpunkt. Wunderbar. Gespeichert. Ja, wir müssen jetzt also durch den Grimoire-Wald. Kann man hier rüber? Ne, immer noch nicht. Durch den Grimoire-Wald in dieser, weiß nicht, ist es 8-Bit? 8-Bit-Grafik zurück. Ist aber überhaupt kein Problem, denke ich. Oh, was haben wir hier? Aha. Na gut. Da ist der Pilz. Da sind die Blobs schon wieder. Erstmal gehen wir hier rechts lang und uns die Kiste nochmal holen. Weedkiller, wunderbar. Und was gibt's? Gefunden, ein Stern zu sammeln. Ihr habt jetzt einen von 30 Sternen. Genau, das gab es allerdings auch in Evolent 1. Diese Sterne, ich weiß aber gar nicht mehr, wofür die gebraucht wurden. Da habe ich gleich schon wieder vergessen, wofür die gebraucht wurden. Schande über mich. So, hi. Na, lass das. Böses Tierchen. Ihr lasst es genauso, bitte. Danke. Aua. Oh, jetzt reicht's aber. Bam, ja klar. Okay, die schießen nur geradeaus. Was anderes können die gar nicht. So, der Baum. Ah, verstehe. Da müssen wir ganz kurz nochmal da oben hin. Da haben wir auch einen Baum gefällt gehabt. Das ist ja cool. Ob es das in dem anderen auch gab? In dem anderen Blickwinkel? Ich habe mich schon gewundert, warum dieser Baum da war. Wo ist denn der da oben, glaube ich, gewesen? Ich habe da vorhin einen Baum kaputt gemacht. Bin ich doof? Wo ist denn der? Ich glaube, der ist weg. Ah, ich glaube, der ist weg. Ich glaube, jetzt ist der auch weg. Hoffe ich mal nicht, aber schauen wir mal. Ne, ich glaube, der verschwindet da unten nicht. Hoffe ich mal. Ansonsten war es im Game schon wieder gewesen. Weil wir da nicht rüberkommen würden. Aber der ist da. Also, ich weiß nicht, der andere Baum, den hatte ich auch schon gesehen gehabt. Bam. Guck mal, ganz ist hier unten noch. Da haben wir noch ein paar Pflänzchen. Leider überhaupt nichts dabei. Böser Pilz, lass das. Noch ein Speicherpunkt, wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Schauen wir es noch links weiter, was hier so gab. Ach ja, da war sie gewesen. Aua. Da war sie gewesen, aber hier ist sonst nichts mehr. Ich kann ein bisschen die Gebüsche kaputt machen. Ey, ich habe keine Ahnung mehr, wofür die Sternchen waren. Also, da unten ist auf jeden Fall die ein Stern haben wir da unten. Aber wofür die gewesen sind, weiß ich nicht mehr. Schon wieder vergessen. Alter, ist das viel schnell. Aua. Das sind alle gemein. Wollen mich alle beißen. Ach, schöne Musik, ne? Gefällt mir. Boah, die Dinger übersieht man mega leicht. Diese Sträucher. Da haben wir wieder einen. Okay, wahrscheinlich brauchen wir beide. Oh, Leute. Dumme Baumstämme. Na gut, dann gehen wir erstmal Monster kennen. Was haben wir da? Da haben Steine. Ah, okay, da komme ich nicht hin. Weil. Warum komme ich da nicht rüber? Also, hin. War das gut gewesen gerade? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ah, okay. Ha, cool. Man kann hier damit auch killen, aber ich glaube, dann kriegen wir keine Erfahrung. Wunderbar. Ja, kleine Rätsel gibt es ja also auch schon. Sieht dann doch vielleicht etwas Grips benötigen. Oder ein bisschen genaueres hinschauen. Lass mich. Stirb. Doofes Eichhörnchen. So, auf geht's. Raus aus dem Grimoire-Wald. Aber hier sieht's ja. Ne, hier sieht's nicht normal aus. Lichtung. Sieht alles wieder anders aus. Uiuiui, Leute. Stein. Okay, die sind nicht mehr hier. Die ganzen Freunde, oder wie? Lichtung? War ich hier schon mal. Hast du hier schon gewesen, ja? Ach, das ist eine frühere Zeit, verstehe.
Level up! Und wir kriegen 1 Damage, 2 HP, 2 Defense und 4 HP dazu. Das ist also eine frühere Zeit gewesen. Wir haben sozusagen... Oh, Leute, ernsthaft? Wir haben sozusagen einen kleinen Zeitsprung gemacht. Das ist ja geil. Gefällt mir. Lustigerweise greifen die gar nicht an, die blauen Dinger. Das ist bestimmt der nächste Stern, oder? Yay, ihr habt einen Stern gefunden. Wunderbar, Stern zum Sammeln. Aha, ja, stimmt. Das gab's auch in Evoland 1, diesen Zeitsprung. Da gab es auch wirklich richtig coole Rätsel damit. So, hier hat der Typ, glaube ich, geangelt gehabt. Baumstämmchen? Gibt's hier einen? Anscheinend nicht. Gut, da hat's mich in die Irre gelockt da hinten. Das ist ja nice. Ja, so war es auch früher hier das Dörfchen aus, ne? Hier hinten war der Typ, der mich gerettet hat. Ja. Ihr Haus ist weg. Hä? Was? Wie? Wo? Hä? Alles weg? Mein Dorf, wo ist es? Mein Vater! Meine Freunde! Sie sind alle verschwunden! Wir müssen einen coolen Kopf bewahren. Es muss eine logische Erklärung geben. Mein Papa hat immer gesagt, für alles gibt es eine logische Erklärung. Ich hoffe, sie hat recht. Sie? Ja. Es ist ganz, oder? Es ist ganz, als wäre mein Dorf nie da gewesen. Kuro, habt ihr eine Ahnung, was da passiert ist? Ja. Ach, wirklich? Na, wenn das nicht ermutigend ist. Das muss mit unserem Kampf gegen Hüter zusammenhängen. Vielleicht haben sie in den Bergen Schutz gesucht. Lasst uns dorthin aufbrechen. Ich bin mir sicher, dass es allen gut geht. Aha! Wie niedlich! Ein kleines Zelt. Oh, da ist der Holzhacker übrigens. Na dann. Na, sieh mal einer an. Wir bekommen hier nur äußerst selten Besuch. Ihr seid wohl auf der Flucht vor dem Krieg, was? Bin ich nicht? Nö. Nun, da lauft ihr wohl vor etwas anderem davon. Ihr habt nichts mehr zu befürchten. Hier sind wir fernab von dem ganzen Chaos. Jedenfalls bin ich deswegen hier geblieben. Hä? Sonderbar. Erinnert mich irgendwie an meinen Vater. Jedenfalls stammt er nicht aus meinem Dorf. Und scheinbar weiß er auch nicht, warum es verschwunden ist. Psst, Koro! Lasst euch von ihm nichts erzählen. Der Krieg ist schon lange zu Ende. Ich habe ja den Eindruck, dass er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Ist aber nicht nett. Einfach andere Leute hier so, ne, zu beleidigen und so, ne? Finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Ist das von mir hinten? Gar nichts. Gut, dann geht's in die Berge. Kommen hier Monster? Okay, da brauchen wir erst noch ein Schiff dafür. Da unten seht ihr dieses dunklere. Da kann man wahrscheinlich später tauchen. Oh, jetzt gibt es noch ein Eisgebiet. Da ist noch, noch eine andere Höhle. Ist ja irre. Aber hier müssen noch Monster kommen, wenn man hier so rumläuft. So ein paar Monster zumindest. Graubärpass. Triple Kill. Easy. Oh, sieht das geil. Also, sieht nicht geil aus, aber auf jeden Fall sieht das mega gut an. Spinne hier! Die spinnt mich voll. Okay, dann müssen wir durch drei Höhen, wenn wir links langlaufen. Okay. Ich denke, wenn wir links langlaufen, kommen wir weiter. Ich würde aber gerne erstmal rechts langlaufen, wenn wir drin sind. Ich hoffe. Ach, okay, geht gar nicht. Hehe. Ein Magier. Aua. So, so. Kann man hier runterspringen? Nee, kann man nicht. Hätte er sein können. Am Arsch, Alter. Ih, eine Spinne. Also, eine Springspinne. Aua, aua, aua. Ein bisschen Leben kann nicht schaden. Wir müssen immer da rein, wo wir rauskommen. Okay, er hat sich wegteleportet. Nein, 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 nein. Was tust du? Okay. Ich weiß nicht, was er getan hat, aber er hat es falsch getan. Also ich wollte nicht, dass er das tut. Oh, ich bin gleich tot. Ja klar, greif mich von da drüber, du Mistbiest. Weg. Was haben wir hier? Komplett eingerostet. Nur ein fester Schlag wird ihn bewegen können.
Na gut. Ja, 8 HP leuchten da oben. Aber sie anscheinend nicht. Da ist noch ein Riss. Okay, ich selber kann das nicht freischalten anscheinend. Ich habe so ein bisschen Angst vor den Spielen, muss ich sagen. Die machen doch schon ganz gut Schaden. Deswegen gleich mal ganz kurz von meine Kräfte. Bam! Erlegt. So, da ist trotzdem noch ein... noch so eine Schlucht. Na, kommt alle her. Triple Kill! Ein Double Triple Kill. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein. Nein, das war falsch. Das würde ich sagen, war ebenfalls... Ach du Scheiße, ey, ich bin sowas von am Arsch. Aua, 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 bitte nicht. Aua, ich bin tot. Ja, natürlich fortfahren, hallo. Okay. Wieder von vorne. Level up. Okay, die Erfahrung haben wir behalten, ist schön. 2 Damage, 2 Defense und 7 HP dazu. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Wir brauchen definitiv auf jeden Fall sowas wie einen Bogen. Ja, die Spinne hat mich tierisch genervt. Ach so, die springt da mal drüber. Logo. Oh, Leute, ernsthaft? Am Arsch, Alter! Der mich im Mist spinne. Das hat auch nicht counterbar, ja, diese Moves von dem Ding. Hm, gute starke Gegner. Und die Items verschwinden hoffentlich nicht, wenn sie hier liegen bleiben. Erfahrung und Gold und so weiter. Weg! Ja, die Spinne ist fies. Die Spinne ist sehr, sehr fies, aber wir kriegen es hin. Bisschen vorsichtiger sein, dann wird das schon. 324 Münzen mittlerweile schon. Scheiß Springspinne. Fies. Oh, es wäre ja sogar ein Vierfach-Kill geworden, wäre der noch da gewesen. Meines Biest. Achso, ja, guck mal, ich brauche irgendwie einen Hammer oder sowas noch in der Art. Auf jeden Fall gleich wieder ein Level up. Irre, oder? Scheiße. Hängen geblieben. Stirb! Und wie geht das nicht? Warum geht das nicht? Ich glaube, ich kann das immer noch nicht. Ich muss immer noch weiter. Ah doch, jetzt geht's, hä? Spannend. Muss mir einen anderen Schalter vielleicht auch nochmal umlegen? Ach, geht er gar nicht. Doch, hier unten war. Kibim! Achso, wir haben vielleicht vorhin einen Schalter umgelegt. Wer weiß, wer weiß. Ich habe keinen gesehen gehabt vorhin. Wir gehen mal jetzt hier oben hin, wo wir hinkommen. Achso, klar, wenn wir hier reingehen, dann kommen wir natürlich wieder hier unten raus. Ich denke, ja, das wird hier so weitergehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Springspinnen sind eklig. So, ein Herz und da kommen wir nicht hin. Oh doch, es geht. Fuck you.
Nee, nicht ganz. Vielleicht von hier oben. Oder von drüben. Ja. Da ist der nächste Riss entstanden. Gut, aber ich würde sagen, bevor wir gleich reingehen, machen wir ganz kurz ein Päuschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Evolent 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, Leute.